Also, ab jetzt gilt, sagen Sie nichts Unbedachtes. Aber ansonsten wollte ich Sie durchaus ermutigen, Fragen zu stellen zum Stoff der letzten Vorlesung, zum dem, was Sie vielleicht aber auch schon vorgearbeitet hatten. Ich hatte Ihnen dann eine neue Präsentation MDS ans Herz gelegt. Die ist zu finden im OLAT. Ich habe gerade heute früh noch eine weitere reingestellt, SDT, für die ganz Eifrigen, schon mal zum Vorstudium. Das wird nach der Emotionsvorlesung auch irgendwann drankommen. Ja. Ja, das mit den Aufzeichnungen ist wohl offensichtlich so, dass das Rechenzentrum so viel Zeit braucht, um sie überhaupt als Aufzeichnung anbieten zu können. Und sobald ich dann sehe, die ist angeboten, kann ich sie mit einem Klick öffentlich stellen. Ich muss nur dran denken. Also ich fände es ja geschickt, wenn ich hier bei der Einstellung dieses Konferenzraums wählen könnte, Aufzeichnungen sind grundsätzlich öffentlich. Sowas in der Art. Aber das geht leider nicht. Gut, ich will einfach versuchen, genauer dran zu denken. Vielleicht klappt das. Ich weiß, was ich mache. Ich bitte meine Sekretärin, mich daran zu erinnern, dann wird sie es tun. Okay. Ja. Wir hatten. Habe ich eine Frage? Gerne, Frau Bauer. Ich habe da was gelesen und da wurde der Begriff emotionale Intelligenz verwendet. Das ist jetzt nicht gerade unser Thema so unbedingt, aber ich fand das ganz interessant und wollte fragen, ob Sie da vielleicht irgendwas zu sagen können, was das ist. Irgendwie was zu sagen, weil ich es ganz interessant fand, aber da nicht so viel zustand. Ja, das ist in der Tat, die Einstufung ist ganz richtig, nicht unser Thema, denn da geht es weniger darum, wie wir Emotionen verarbeiten, wie wir bei uns Emotionen entstehen und wie sie auch bei Tieren vielleicht zum Beispiel entstehen. Wir denken daran, es geht um den Teil, der unter der Oberfläche ist, der Teil, den wir gemein haben mit einem großen Teil des Tierreichs. Während bei emotionaler Intelligenz, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Fast würde ich sagen, wenn das Thema Sie interessiert, bohren Sie danach in den Seminaren und oder Vorlesungen zur Persönlichkeitspsychologie. Das Wort ist schnell geprägt. Was man darunter versteht, ist deshalb trotzdem nicht überall gleichbedeutend klar. Ganz grob und alltagsverständlich würden wir sagen, emotionale Intelligenz bedeutet, dass ich mit meiner Emotion und der Emotion anderer gut umgehen kann. Das sagt also dann nichts darüber, wie die Emotionen zustande gekommen sind, sondern nur, was macht, oder was heißt nur, ist ein anderes Thema, was mache ich dann mit diesen Emotionen? Wie kann ich meine Emotionen zum Beispiel managen? Wie schaffe ich es, dass ich nicht von Wut überflutet werde, derart, dass ich nicht mehr arbeiten kann, etc. Oder wie kann ich die Emotionen anderer Menschen einsetzen, damit sie zum Beispiel das tun, was ich von ihnen möchte? Also wenn ich eine Arbeitsgruppe leite, sollte ich motivieren können. Und dazu gehört sicherlich, dass ich abschätzen kann, wie sind die anderen gerade so drauf, was erwarten die jetzt, wo hat es gehakt, wo müsste ich tiefer drauf eingehen. Und das sind sicherlich alles Dinge, die erfordern, dass ich über ja, die Fähigkeit verfüge abzuschätzen, wie die Emotionen bei anderen verarbeitet werden. So, jetzt mal ganz auf die Schnelle, in welche Richtung das geht, aber eben tatsächlich nicht in Richtung, wie entsteht eine Emotion, sondern eher in die Richtung, was machen wir dann, wenn wir sie haben, mit der Emotion von uns und den anderen. Ja? Ich sehe hier gerade, genau, eine kluge Frage von Jana Müller. Bei den SAM-Ratings gibt es die Dimension Dominanz neben Valenz und Arousal. Bei den Koordinatensystemen habe ich nur die beiden unstrittigen, also unstrittig, naja, kann man sich darüber streiten, aber die unstrittigsten, wenn man das mal so einfach so, das Beste ist ja immer noch nicht gut, also das unstrittigste ist ja noch nicht immer unstrittig. Also die, die am wenigsten in der Literatur angegriffen werden, Valence und Arousal genommen, auch deshalb, weil man es dann plotten kann. Sie werden allerdings bei mir tatsächlich über auch Koordinaten Trippel noch stoßen in der Vorlesung, wo ich also tatsächlich damit arbeite, dass irgendein Stimulus Ratings in Valence, Arousal und tatsächlich auch Dominanz hat.
Hier ging es quasi nur an Beispiel dieser ersten beiden wichtigsten vielleicht Dimensionen zu zeigen, wo sind da dann aber trotzdem quasi Erklärungslücken, die wir nicht verstehen, also Löcher im Koordinatensystem oder eben ja letztlich diese Bündelung des gesamten Stimulusmaterials entlang zweier Flügel quasi, sodass man sich fragt, wozu brauche ich dann eigentlich zwei Dimensionen? Es handelt sich vielleicht tatsächlich nur um irgendeine lineare Dimension A und eine lineare Dimension B, die aber nicht irgendwie orthogonal miteinander verrechnet werden. Das ist der eine, was der was Watson positiven, wir haben es doch auf der Folie, da steht es. Watson und Telgen, positiven Affekt. Achso, ich habe nicht den Screen freigeschert. Dann mache ich das doch mal. Dann kann ich, wenn ich so eine Erklärung bringe, gleich dazu zeigen, was ich dazu meine. So, der Bildschirm wurde freigegeben. Und hier haben wir also dann die Geschichte. Ja, auch hier sehen wir dieses V. Und dieses V deutet darauf hin, dass es vielleicht ja einfach nur zwei Prozesse sind, die jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt werden können, die sich aber sozusagen auch ein bisschen widersprechen. Also man findet eben nichts, was die beiden nicht, entweder ist es der positive Affekt oder der negative. Das wäre jetzt die dazu passende Aussage von Watson und Telligan. Okay. Ja, Valence und Pleasure wären sozusagen hier beide für die gleiche Dimension zuständig. Das ist ja ein bisschen Geschmackssache, ob man den einen oder den anderen Namen verwendet. Sagen wir, Valence ist aus meiner Sicht vielleicht deshalb etwas geschickter gewählt, weil bei Pleasure ist tatsächlich auch üblich, dass man sagt, wir machen mal eine Skala von 0 bis 10, 5 ist neutral und 0 ist dann also nicht wohlgefallend. Aber Pleasure hört sich sprachlich nicht danach an, dass es bipolar ist. Das hört sich nach was Unipolarem an. Und dass man dann also sagt, ja, aber ganz niedrige Werte auf der Pleasure-Skala heißt eigentlich nicht etwa wenig gefallen, sondern echtes Missfallen, ja. Deshalb finde ich Pleasure einen etwas weniger geschickten Begriff, der aber trotzdem häufig verwendet wird. Bei Valence, das heißt die Wertigkeit, ja, die Wertigkeit, die etwas hat, Value steckt da sozusagen vom Wortstamm her drin. Und da würden wir sagen, ja, okay, Valence, das verstehen wir sofort, das kann etwas sein, was positiv oder negativ. Das wäre die Frage, Frau Flores. Muss es deshalb 180 Grad gehen? Dann, wenn wir der Meinung wären, dass diese Dimensionen Valence und Arousal sozusagen tatsächlich eine valide Repräsentation eines euklidischen Raumes sind. Vielleicht sollte man, ob das jetzt ein V ist oder ein U, man kann ja im Prinzip die Form ganz gut verstehen. Man hat eine Valenzskala, die reicht von Missfallen über neutral zu Wohlgefallen. Und man hat eine Arousal-Skala und es ist irgendwo naheliegend, dass die Arousal-Skala jetzt als Funktion der Valenz sich nicht linear, sondern eben U-förmig oder V-förmig verhält. Genau das sehen wir. Sagen wir mal zumindest, die Löcher, die dann bleiben, sprechen dafür, dass es keine Mischformen gibt. Also statistisch gibt es zum Beispiel ja durchaus hier in dem Bereich ein paar Werte. Die sind aber nicht dadurch zustande gekommen, dass Leute tatsächlich hier ein hohes Arousal und eine neutrale Valence geratet hätten. Sondern die sind gemischt sozusagen als Durchschnitt über die Versuchspersonen. Das hatte ich Ihnen erläutert. Erotikbilder, die vielleicht von Männern als wohlgefällig und von Frauen als eklig nicht wohlgefällig beurteilt wurden und die dann hier irgendwo landen. Das heißt, die Evidenz ist eher nicht dafür, dass hier tatsächlich Prozesse mischbar sind. Und so gesehen kann man, das meine ich mit dieser Gegensätzlichkeit davon sprechen, das ist ein Ent oder Weder. Man befindet sich sozusagen auf einer U-Form und muss sich sozusagen, ein Stimulus muss sich sozusagen irgendwo dort positionieren, auf der U-Form. Und der eine Ast spricht für die positive Affekt, der andere für den negativen Affekt. Und die beiden sind sozusagen unverträglich und nicht mischbar. Das wäre sozusagen die Idee. Gut. Frau Reutsch, wenn Sie mich fragen, ob dieses Mag ein Reh, das ist sehr schön, finde ich, dieses Zitat, ob ich das unterstütze oder eher Einwände haben, dann vermute ich fast, dass Sie Einwände haben bezüglich der Nachvollziehbarkeit. Welche denn?
Erzählen Sie mal, was erscheint Ihnen an diesem Zitat unlogisch? Auch gerne mit Mikrofon, wenn Sie mögen. Also kurz gesagt, ja, die Aussage finde ich erst einmal grundsätzlich sehr in Ordnung. Ja, sie ist sehr erläuternd, sie ist illustrativ. Es ist jetzt keine hochwissenschaftliche Aussage, es ist eher eine, sagen wir mal, illustrierende Aussage und gerade deshalb vielleicht auch in einer Vorlesung gut platziert. Natürlich wollen wir dann spezifischer nochmal im Einzelfall darauf eingehen, was das für unsere Emotionstheorien bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mit dieser Aussage Ihnen schon etwas gesagt habe. Okay. Gut, Frau Krull tippt noch etwas. Schauen wir mal, welche Frage dabei herauskommt. Und ansonsten bin ich kurz davor, wieder einzusteigen. Dann hätten wir die erste Viertelstunde als Fragestunde genutzt. Das wäre so ungefähr auch ein guter Zeitraum. Ich mache das sonst einfach einmal so. Sehr gerne. Und zwar, ich habe mich eigentlich nur gefragt, ob eben in diesem MDS-Vortrag behandelt wird, wie man zum Beispiel von den Daten auf die Dimensionen schließt, also dass man eben die Daten hat und dann versucht man eben die Dimensionen dementsprechend herauszufinden, mit eben natürlich dann so statistischen Verfahren. Das haben Sie gut beschrieben. Das ist eigentlich genau das, was wir dann vorhaben werden. Und das ist sozusagen prima, Ihre Frage gefällt mir. Sie bietet eine perfekte Überleitung zu dem, was ich jetzt nochmal erzählen wollte. Nochmal erzählen, ich wollte nur noch auf diese Folie einmal eingehen hier, ganz kurz. Also ein bisschen geht es mir darum, wir kriegen ja hier viel Material, es gibt Elementaremotionen, also eigentlich, genau, die hatten wir doch schon, ne? Die Elementaremotionen waren hier, genau. Zuerst hatten wir die Elementaremotionen, genau, hier, so, und dann also vielleicht genau auch schon mal hier bei der Folie nochmal beginnen, dann die Idee, diese Elementaremotionen sind vielleicht der Teil der Emotionstheorie, der bei Ledoux sozusagen unter der Wasseroberfläche anzuordnen wäre, und dann gibt es aber eben die Möglichkeit, vielleicht das, was wir als Gefühle empfinden, mehrdimensional zu repräsentieren. So. Das muss man sich dann überlegen, ist das nur eine Darstellung oder entspricht das in irgendeiner Weise auch dem, was bei uns dann als kognitive Karte vorliegt? Ja, das sind dann nochmal separate Fragen. Ich muss mal gerade gucken. Genau, hier hatten wir das nochmal. Und diesen mehrdimensionalen Gefühlsraum wollen wir jetzt mal. Also wir sind jetzt sozusagen hier oben, mehrdimensionaler Gefühlsraum, den wollen wir auf eine bestimmte Art und Weise versuchen zu erfassen mit der multidimensionalen Skalierung. Eigentlich hätte ich aus didaktischen Gründen hier den Teil abblenden, sonst denkt man schon wieder, guck mal hier, da geht es um, ich verstehe, das ist unlogisch. Die unabhängigen Elementaremotionen, die beziehen sich hier drauf und die Ratings etc. da drauf. Ich müsste den Eisberg auf den Kopf stellen. Jetzt habe ich es. Ja? Oh, das mache ich gerade. Ja? Spaßeshalber. Kann man ja. Didaktischen Gründen. Wird da mal gerade eben auf den Kopf gestellt. Also, wir haben diese unabhängigen Elementaremotionen und daraus soll ein mehrdimensionaler Gefühlsraum abgeleitet werden. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz groben Kritik an dem, was wir gerade eben hier gemacht haben. Wir haben die Leute raten lassen. Wie sehr ist das denn wohlgefallend? Von Missfallen über neutral bis zu wohlgefallen. Wie sehr ist das denn erregend? Wie sehr ist das denn dominant beispielsweise? Wir haben also das gemacht, was hier in dem Teil jetzt als Ratings bestimmt wird. Und dazu die Kritik, ein Verfahren, das mit Ratings arbeitet, ist nicht hypothesentestend. Ja?
Und wir wollen als Alternative das Verfahren der multidimensionalen Skalierung, MDS, kennenlernen. Und ganz grob zusammengefasst geht es um die Erhebung von paarweisen Ähnlichkeitsdaten, aus denen man eine mehrdimensionale Konfiguration erstellt. Und nein, wir machen jetzt nicht hier weiter, sondern dazu habe ich ja jetzt schon die andere Präsentation offen. Und in der geht es jetzt weiter. Ich gucke ab und zu in den Chat, ob da noch was ist. So. Also ein Verfahren, das schon vor über 50 Jahren entwickelt wurde. Es ist eigentlich in diesem Bereich eines der besten, wie soll ich das besser qualifizieren, eines der insofern objektivesten, weil es tatsächlich eben hypothesentestend ist. Trotzdem kann man auch da methodische Fragen stellen, die wir am Ende auch stellen werden, ob damit wirklich die Zusammenhänge korrekt wiedergegeben werden. Es hat einen Hype gehabt, es ist jetzt nicht mehr so in aller Leute im Munde, aber es wird doch immer wieder mal verwandt. Und da es ein Verfahren ist, das also auf eine gewisse Weise interessant ist, wollte ich es Ihnen nicht vorenthalten und erzähle Ihnen was darüber. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine bestimmte Anzahl von Prüf-Items, also Bilder aus der IATS-Datenbank, International Affected, wie war das? Picture System, IAPS, genau. Sie hätten aus der IAPS-Datenbank ein paar Bilder. Oder was auch immer Ihre Items sind. Bei uns wird es dann teilweise zum Beispiel um, was haben wir hier jetzt? Nächstes, um Emotionsbegriffe gehen, die von Plaschek. So, Sie haben eine Reihe von Items und jetzt könnte die erste Frage sein, warum gerade die? Warum haben Sie die Items ausgewählt für Ihre Studie? Da gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Zum einen kann man der Meinung sein, ich interessiere mich für genau diese Item aus einem theoretischen Grund. Beispielsweise, jetzt gehe ich doch hier immer wechselnd hin und her, nach dieser Folie käme als nächstes eine Untersuchung vom Plaschek Emotionskreis. Und da sind die Items, wie er sie, die acht, die er da, hier haben wir sie nochmal, wo ist er? Da, diese acht Items. Ja? Nach dem Motto, wir wollen seine Theorie überprüfen, dann müssen wir natürlich auch genau seine acht Items nehmen. Und das ist das, was wir hier tun werden. Also wir haben acht Items, weil diese Items speziell interessant sind. Das könnten nicht noch zwei dazukommen oder eins fehlen oder so. Die sollen es sein. Ein anderer Ansatz könnte sein, ich möchte einen Raum untersuchen, zum Beispiel den Emotionsraum, und suche Items, die möglichst verschieden sind und deshalb möglichst viele Dimensionen aufspannen sollten. Ich interessiere mich nicht für die Lage dieser Items zueinander. Das ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Ich will eigentlich wissen, welchen Raum spannen die auf. Das könnte eine ganz andere Motivation sein. Dann würde ich zum Beispiel rangehen und sagen, ich sammle erstmal Emotionsbegriffe und sage den Leuten, sie sollen, wenn ich das Stichwort Emotionen bringe, Worte nennen, die ihnen dazu einfallen. Da fällt natürlich sehr oft das Wort Liebe, aber vielleicht auch ab und zu das Wort Mord und selten das Wort Nudelholz. So, und dann werden sie die häufigsten davon nehmen und sagen, das sind wohl die emotional geladensten. Dann erfasse ich doch wohl hoffentlich den Emotionsraum auf diese Art und Weise. Das wäre ein anderer Ansatz. So, das zuerst einmal zur Vorgeschichte. Aber jetzt denken wir uns, wir haben die Items. Wir haben N Items. Wie viele Paare kann man davon bilden? Nun machen wir es mal mit 5 und dann fordere ich Sie durchaus auf, jetzt Ihren Finger auf den Tisch zu legen und ich mache es jetzt mal in die Kamera hinein und Sie überlegen, wie viele Paare gibt es. Da bräuchte ich jetzt irgendeine Unterlage. Habe ich natürlich jetzt hier keine passend da liegen. Egal, ist so klein wie es ist. Ich versuche das mal, ob das geht. So, wo muss ich das hinhalten? Dann kann ich 1, 2, 3, 4. Jetzt ist der Daumen verbraucht. Ich mache mit den beiden weiter. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen Sie das ruhig als kleine gymnastische Übung sozusagen auf dem Tisch. Wie viele Paare kann ich aus den 5 Fingern bilden? Ja, so, ich mache das jetzt hier. Sehen Sie, ich gucke nach unten, weil ich mache das nicht auf dem Tisch. Und ich komme wieder auf 10. Okay, und das wollen wir jetzt aber ein bisschen weniger ausprobierend. Und dann gibt es tatsächlich die einfache Formel n mal n minus 1 halbe. So, probieren wir das aus. 5 mal n minus 1 ist 4, 5 mal 4 ist 20, geteilt durch 2, 10.
Man kann die Formel leicht verstehen. Wenn ich sozusagen eine quadratische Matrix aufmalen würde von Daumen über Zeigefinger und das sowohl auf der x-Achse als auch auf der y-Achse, dann hätte ich 25, nämlich n mal n. Jetzt nehme ich die Diagonale raus. So nach dem Motto, ich bilde kein Paar Daumen und Daumen, das ist kein Paar. Dann habe ich nur noch nicht 5 mal 5, sondern 5 mal 4. Und dann sage ich, es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob das Paar Daumen-Zeigefinger oder Zeigefinger-Daumen lautet. Deshalb teile ich durch 2. So, deshalb kommt diese Formel einfach zustande und kann man leicht verstehen. Für idealerweise jedes Paar, manchmal muss man auch sagen, wir haben so viele Items, das wird sehr viel, ob wir für jedes Paar das erheben. Wir erheben das für eine exemplarische Untergruppe dieser Paare. Erheben wir Daten. Jetzt steht da das Stichwort Ordinal. Und Ordinal heißt schlicht und einfach, dass sie wohlgeordnet sind. Ja? Und das sind typischerweise, könnten das zum Beispiel sein, Präferenzdaten. Dann würden wir sagen, welches der beiden Items aus diesem Paar präferierst du? Ja? So. Dann würde man also Präferenzdaten erheben. Das würde aber sofort eine Unterstellung haben, die wir gar nicht bei der MDS haben wollen. Nämlich, dann hätten wir sofort unterstellt, ach ja, es gibt ja eine eindimensionale Präferenzskala. Wer weiß, ob es die gibt. Ja? Gehe ich jetzt nicht weiter auf die anderen Unterpunkte ein. Aber man kann daraus versuchen, auch so etwas wie MDS zu machen. Lassen wir jetzt mal beiseite. Das, was am häufigsten genommen wird, ist Ähnlichkeit. Was didaktisch am leichtesten verständlich wird, ist Unähnlichkeit. Und naja, das ist ja nun trivial. Wenn ich eine Ähnlichkeitsskala erhoben habe, mache ich 1 minus Skala und prompt habe ich die Unähnlichkeitsskala. Ja, also von daher, die brauche ich ja bloß zu invertieren. Diese beiden Skalen sind sozusagen von der Abfragemethode her unterschiedlich, aber von dem Datengehalt her natürlich vergleichbar. Ähnlichkeit ist das, was man leichter erfragen kann. Also ich habe ein Paar angeboten und frage, wie ähnlich sind die beiden? Bei Fechner würde man sagen, sie sind dann sehr ähnlich, wenn die Präferenz nahe 50-50 ist. Also wenn das eine ungefähr so gemacht wird, wie das andere über die Population genommen. Ja? Und dann könnte man sagen, wenn die Präferenz eindeutig in die eine oder andere Richtung ausschlägt, dann sind sie sehr unähnlich. So könnte man hier aus der Fechner-Skalierung so etwas Ähnliches machen. Und manche tun das. Wir wollen heute nicht diesen Weg gehen. Wie gesagt, da ist schon eine Unterstellung drin. Eindimensionale Präferenzskala, die wollen wir gar nicht. Wir fragen die Leute einfach direkt, wie ähnlich ist das denn? So, wie ähnlich ist das? Wie unähnlich ist das? Egal, welche Frage wir stellen, nachher ist es brauchbarer, mit der Unähnlichkeit zu arbeiten. Aha, hier sind Ausschnitte aus einem kleinen MATLAB-Programm, das ich gleich laufen lassen werde und wo wir uns das mal anschauen werden, am Beispiel von Plotschicks Emotionsdimension. So, wir haben da, ich erinnere daran, das war ein Beispiel, das wir wählten. Wir haben die 8 Items von Plotschick genommen. Abscheu, Billigung, Erwartung, Freude, Furcht, Traurigkeit, Überraschung, Wut. Ich habe den Buchstaben gegeben, A, D, G, J, M, P, W, T, W. Nur manchmal stimmt der Anfangsbuchstabe, A wie Abscheu, W wie Wut. Das lag einfach daran, dass es auch wie Freude und Furcht Dinge gibt, wo das mit, oder das Ü macht sich sehr schlecht in amerikanischen Programmiersoftwaren. Also von daher habe ich einfach mal frei die Buchstaben zwischen A und W dann verteilt. So, jetzt haben wir 8 Items, die sind kodiert als 8 Buchstaben. Und hier sehen wir die 8 Buchstaben. Ach, A, W, M, P, T, G, J, D. So. Ich wähle irgend so eine Konfiguration, so nennt man das. Das heißt, ich werfe die mal auf meinen Spieltisch und arrangiere die. Jetzt bin ich sozusagen mal im zweidimensionalen Fall. Hier steht es nochmal ausführlich. Jedem Item wird ein Ort in einem m-dimensionalen euklidischen Raum zugeordnet. Es gibt auch MDS auf nicht-euklidischen Räumen. Oh, machen wir uns das Leben nicht komplizierter, als es ist. Es macht sich niemand Gedanken darum, ob der Raum wirklich euklidisch ist, ob er in alle Ewigkeit in alle Richtungen gleichmäßig weitergeht, ob die Winkelsumme 180 Grad ist. Darum macht sich wirklich niemand Gedanken. Ich will es anmahnen als Desideratum, aber heute lassen wir das auch mal weg. Also, wir sind in einem m-dimensionalen euklidischen Raum und jedem Item ordnen wir einen Ort zu. Und das kann hier also jetzt in einem zweidimensionalen Raum jedem Item ein Koordinatenpaar in X und in Y kann man hier klein erkennen. Das ist die X-Koordinate, das ist die Y-Koordinate. Also D hat zum Beispiel ein mittleres X und ein niedriges Y. T hat ein hohes X, ein hohes Y und so weiter. Ja. Jedem Item wird
ein Ort in einem M-dimensionalen, typischerweise euklidischen Raum zugeordnet. Wie groß sollte M sein? Nun, ich sag mal, die allermeisten Forscher setzen fast immer M gleich 2. Warum? Weil man in zwei Dimensionen schon viel sieht und weil man mehr als 2 sich schwierig vorstellen kann, schon gar nicht drucken. Ja? Aber natürlich ist es interessant, und das werden wir teilweise auch tun, es mal mit einer Dimension zu versuchen und zu gucken, was kommt bei Dreien raus und so weiter. Also, hier habe ich es jetzt mal mit dem Normalfall gemacht, 2 Dimensionen. Ich wähle meine Konfiguration, das heißt im Prinzip habe ich jedes dieser Items wie eine kleine Mensch-ärger-dich-nicht-Figur oder einen Mühlestein hier auf meine Ebene gesetzt. So, und dann habe ich für jedes Item Paar. Ich habe 8 Items. Wie viele Paare gibt es dann? 8 mal 7 durch 2. Kürzen wir mal gleich. 8 durch 2, 4 mal 7, 28 Paare. Für jedes meiner 28 Paare habe ich nun 2 Werte. Ich habe danach gefragt, das waren meine Daten, wie ähnlich war das? Und dann habe ich das zur Unähnlichkeit konvertiert. Oder ich habe gefragt, wie unähnlich war das direkt? Andererseits haben die hier auch einen Abstand. Jedes Paar hat einen Abstand. D und G hat einen großen Abstand. G und T hat einen kleinen Abstand. Der größte ist vielleicht zwischen D und P. Der kleinste vielleicht zwischen P und W. Ja? So. Jedes Paar von den 28 hat eine Unähnlichkeit und einen Abstand. Und eigentlich würde man doch fordern, je unähnlicher, desto weiter müssten sie entfernt sein. Das ist das Ziel dieser Konfiguration, ähnliche Dinge zusammenzulegen und unähnliche weit auseinander. Und das überprüft man mit diesem Diagramm und das nennt sich dann das Shepard-Diagramm, deshalb hier die Überschrift, das Shepard-Diagramm. Und da ist die Unähnlichkeit, naja, je nachdem wie die Skala war, die konnte von 1 bis 10 gegangen sein oder wie auch immer. Ich rechne das dann um auf Werte zwischen 0 und 1. Der kleinste Wert ist 0, der größte ist 1. Ja, so. Die Unähnlichkeitsskala von 0 bis 1. Und andererseits der Abstand, und das könnte jetzt auch hier 1 oder 10 oder was auch immer stehen. Jetzt habe ich es halt mal so gemacht, dass hier auch eine 1 steht. Und jetzt haben wir hier tatsächlich 28 Paare. Ein Paar hat jetzt immer 2 Buchstaben, wie DP. Das ist das Paar DP. Was hat das Paar DP? Es hat einen großen Abstand. Deshalb ist es hier auf der Abstandsskala auch ziemlich hoch. Nur noch JW und AJ ist weiter. Aha, AJ ist ein größerer Abstand als DP. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So, DP oder insbesondere AJ haben große Abstände oder zum Beispiel ganz kleinen Abstand hat JT. Das ist offensichtlich hier einer der kleinsten Abstände. Aber hier ist eine ganze Reihe von GT ist klein. Teilweise kann man es gar nicht mehr lesen, weil es sich überlagert. So, ich habe also jetzt für jedes Paar einen Abstand. Und andererseits haben sie auch eine X-Achsenposition. Und diese X-Achsenposition drückte aus. Eine Frage. Ja, gerne. Einmal, und zwar in der oberen Abbildung stehen ja die Buchstaben einzeln. Das heißt, zum Beispiel jetzt P steht dann für eine... Ja, also für eine was zum Beispiel? Das habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden. D würde jetzt stehen für Traurigkeit. Okay, und dann würde man quasi DP... Nehmen wir mal zum Beispiel DP, das wäre jetzt Billigung Traurigkeit. Ja. So, dann habe ich also das Paar Billigung Traurigkeit mal als Wortpaar angeboten und bei die Versuchsperson gefragt, haltet ihr das für ähnlich oder für unähnlich? Und daraus ist dann die experimentell erhobene Unähnlichkeit entstanden. Und da sehen wir, es ist zwei Drittel unähnlich, so eher unähnlich als ähnlich, sage ich mal. Aber extrem unähnlich, nämlich ganz weit rechts, steht AJ. AJ, gucken wir mal an, was das ist. Abscheu, Freude. Ja, Abscheu und Freude wurde als sehr unähnlich beurteilt von meinen Versuchspersonen. So, ich sag gleich dazu, dieser Graph ist schon gut sortiert. Diese Konfiguration ist nicht mehr ganz zufällig. Ja, ich habe sozusagen das Endergebnis genommen. Wir werden aber sehen, wie das Programm startet. Da startet es zunächst mit etwas Zufälligem. So, also ideal ist es, ich habe jedem Ort, jedem Item einen Ort zugeordnet. Dadurch entstehen für jedes Paar Unähnlichkeitswerte, aber auch Abstände. Und dann sollte so eine steigende Beziehung der Fall sein. So, ist die jetzt perfekt? Nicht wirklich. Man kann mehrere Forderungen an sie stellen. Man könnte fordern, sie ist schwach monoton oder sie soll linear sein oder kumulativ normal oder was auch immer. Schwach monoton heißt,
da dürfen so Stufen drin sein und dann darf es hochgehen, wieder eine Stufe und hoch und so weiter. Ich unterstelle keine bestimmte Funktion, sondern es muss irgend so eine aber monotone Funktion sein. Selbst das ist die schwächste aller Anforderungen. Linear wäre viel stärker, da würde ich sagen, das muss ich hier auf einer Gerade anordnen. Oder kumulativ normal, das ist, habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, so eine Kurve, die ist positiv beschleunigt, die fängt hier mit so einer Steigung 1 an, die Steigung wird immer steiler und dann nähert sie sich hier der vertikalen Achse an. Die werden wir aber sehen, diese Funktion, hoffe ich. So die kumulative normale Funktion wäre ungefähr so streng wie linear, beides gibt dir einen bestimmten Funktionsverlauf vor. Schwachmonoton gibt keinen Funktionsverlauf vor. Wähl dir selbst eine Funktion, sie muss nur schwachmonoton sein. Aber selbst diese schwache Anforderung ist von diesen Daten, die schon die bestmöglichen sind, nicht ganz erfüllt. Wir sehen beispielsweise in dieser Konfiguration, was nehmen wir mal als Beispiel, ist GM, ja, weiter links, aber auch höher als DM. Das passt nicht ganz. Es ist ja auch kein Wunder. Ich meine, ich habe hier zwar 8 Spielsteine und kann deshalb 8 Parameter jeweils zweidimensional, nämlich nach ihren X-Wert und den Y-Wert verändern, klingt nach 16 Parametern, sind nicht 16 Parameter, weil ich kann dann einige Sachen wieder, ich kann es zum Beispiel alles in der Größe schrumpfen oder ich kann es drehen. Das heißt, ich kann davon mindestens 2 fallen mir jetzt spontan ein, wieder abziehen. Ich habe also hier sowas wie 14 Freiheitsgrade drin. Aber in meinen experimentell erhobenen Unähnlichkeitswerten habe ich 28 Unähnlichkeitswerte erhoben. Und damit habe ich also bei weitem die Freiheitsgrade hier überstiegen. Und ich werde keine Konfiguration finden, die das alles perfekt macht. Aber ich kann versuchen, es so gut wie möglich zu machen. So, und das wird ausgedrückt durch diese Abweichung. Die sollte ich overall, so insgesamt, ziemlich klein halten. Und hier ist, wir sehen die Formel dann gleich noch, das mal als Wert angegeben, 0,1 ist sie jetzt und das ist nicht so schlecht. Okay, also erst einmal das, die Grundidee, ich wiederhole sie, ich glaube jetzt sogar schon zum zweiten Mal, macht nichts, wir wollen es wirklich verstanden haben. Ich habe meine 8 Schachfiguren, die stehen für 8 Emotionsbegriffe. Die kann ich irgendwie auf dem Schachbrett hier platzieren. Und dann habe ich aber 8 mal 7 durch 2, 28 Paare. Und von jedem dieser Paare habe ich vorher eine Unähnlichkeit erhoben. Abscheu und Billigung, wie ähnlich findest du das? Freude und Wut, wie ähnlich findest du das? Daraus dann die Unähnlichkeit erschlossen oder gleich nach der Unähnlichkeit gefragt. Und zu guter Letzt habe ich aber auch den Abstand in der Konfiguration. Und jetzt kann ich versuchen, eben das zu erreichen, was man will, diese Forderung. Je unähnlicher, desto weiter entfernt. Das kann ich von Hand versuchen, indem ich da von Hand rumschiebe. Aber wir werden sehen, ein Computerprogramm macht das ein bisschen besser, als wenn ich es von Hand löse. Und dann muss ich bewerten, wie gut ist die Konfiguration. Und dabei hilft mir das Shepard-Diagramm, wo der Abstand als Funktion der experimentell gemessenen Unähnlichkeit aufgetragen ist. Und er sollte im Idealfall irgendwie monoton steigen, vielleicht sogar linear oder kumulativ normal. Und dann würde ich sicher sein, je unähnlicher, desto weiter entfernt. Stimmt nicht ganz für unsere bestmögliche Konfiguration. Der Computer hat es nicht besser hingekriegt. Ich habe es nochmal versucht zu erklären, warum. Weil wir 28 Unähnlichkeiten haben. Aber nur, selbst wenn ich jetzt mal die komplizierte Rechnerei mit der Drehung und so weiter weglasse, 16, nämlich 8 Items mal X und die X und die Y-Koordinate, 16 Stellschrauben, an denen ich drehen kann. Ja, ich habe also nicht genug Stellschrauben, um meine 28 Unähnlichkeitsdaten aufzufangen. So, deshalb bleibt etwas übrig, das wird bewertet mit den Abweichungen von der bestliegenden monotonen Kurve dadurch. Das macht das Programm. Das bestimmt eine monotone Kurve, die so ideal wie möglich da durchgeht und trotzdem bleiben Abweichungen, Punkte, die zu hoch liegen. DP liegt arg zu hoch und deshalb ist es hier mit einem starken roten Balken. Also jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, dann müssen wir den Abstand DP verkleinern, dann wird das weniger. Also heben wir D an. Ich verspreche, in dem Augenblick werden an vielen anderen Balken rote Punkte entstehen. Das ist dieses Zusammenhängen. Wenn ich D verschiebe, verändert sich nicht nur DP, sondern auch DM und DG und alles andere, wo D drin steht. Ja. Und das ist schon die beste mögliche Konfiguration. Und sie hat einen Stress von, ich sage es jetzt mal so banal, 10%. So wird es oft ausgedrückt. Ob das eine gute Ausdrucksweise ist, nochmal was anderes hingestellt. So. Wann das mit Clusterbildung droht, da weiß ich nicht, ob ich jetzt drauf eingehe. Lassen wir mal weg. Oder auch hier das Law of Comparative Judgment lassen wir weg.
Den letzten Punkt finde ich noch interessant. Man fängt manchmal mit der schwächsten Anforderung an, schwach monoton, hat aber zum Beispiel nicht nur 8 Items, sondern 12 oder 15. Das ist dann schon ein großes N. Und weil, klar, bei 15 Items habe ich 15 mal 14 durch 2, 15 mal 7, 90 oder irgend sowas. 15 mal 7, 70 oder 105 Paare. Ja, das geht ja sehr schnell in die Höhe. Wenn das N steigt, steigt die Zahl der Daten, die ich erheben muss. Also 15 ist schon richtig ein großes N. Und dann finde ich tatsächlich, dass diese Kurve von sich aus so einen positiv beschleunigten Verlauf entwickelt. Ein bisschen ahnen wir das hier auch schon, ja. Einen positiv beschleunigten Verlauf. Und dieser positiv beschleunigte Verlauf entspricht der kommutativen Normalverteilung. Wir werden das vielleicht jetzt mal im Programm ausprobieren. Aha, dieses Programm, genau hier ist sozusagen für mich die Aufforderung, ruf es doch mal auf, dann kannst du es doch mal vorführen. Das werde ich jetzt versuchen. Das ist natürlich immer nach einem Jahr, dass man es das letzte Mal gemacht hat, eine Frage, ob alles so klappt, neuer Rechner, neue Datenstruktur. Es sind ein paar Fragen im Chat, wir sollten Bescheid sagen, weil Sie das ja nicht. Okay, vielen Dank, ich gehe gleich drauf ein. Ich gucke jetzt nur gerade, ich hatte schon das Verzeichnis gesucht. Dann muss ich dieses Verzeichnis jetzt als Adresse meinem MATLAB geben. Und dann kann ich gleich mal das MATLAB-Programm starten. Aber jetzt gehe ich mal auf den Chat. Vielen Dank. Ja, das ist eine sehr gute Idee, dass die, die Mikro haben, wofür steht denn X und Y im oberen Koordinatensystem? Weiß man noch nicht. Das ist ein exploratives Verfahren. Wir wollen erst einmal auf der Ebene die Dinge so verteilen, dass sie, was verwandt war, zusammensteht und das, was nicht verwandt war, weit auseinander weg. So, das heißt also, in diesem XY-Koordinatensystem, das ist einfach eine nachträgliche Ausmessung. Sie können sich das so vorstellen, Sie machen das als allererstes auf einer Ebene, sind überhaupt gar keine Koordinaten eingemalt oder so. Und Sie verschieben da irgendwie die Halma-Steinchen. Ich müsste jetzt, meine Kamera hat dummerweise keinen Weitwinkel, dann würden Sie sehen, was ich auf dem Tisch mache. Also stellen Sie sich vor, Sie haben da die Halma-Figuren auf Ihren Schreibtisch gestellt und schieben die da rum, da ist nichts mit X und Y. Ja, und dann wollen Sie es aber wissen. Und wenn Sie es jetzt wissen wollen, dann ist es praktisch, wenn Sie jetzt auf einmal sagen, haha, mein Schreibtisch hat Gott sei Dank eine Klarsicht-Unterlage, wo ich jetzt schnell was unterschieben kann. Und da schiebe ich jetzt mal ein Millimeterpapier unten. Und jetzt kann ich in X und Y ablegen, wo habe ich denn den Halma-Stein hingestellt? Und dann habe ich nämlich Dinge, mit denen ich rechnen kann. Zum Beispiel, wie groß ist ein Abstand? Damit sind wir schon bei der Frage von Rebecca Krull. Was bedeutet der Abstand 1? Das AJ, welches ja ungefähr auf der Höhe von 1 ist, dass der Abstand zwischen diesen Items 1 ist, also zwischen A und J. Aha, genau, also diese absolute Abstandsmarkierung, die würde ich jetzt an Ihrer Stelle mal nicht zu ernst nehmen. AJ ist in der Tat bei 1, das heißt, ich habe jetzt mal einfach hier die Koordinaten so gewählt, dass auch ungefähr das von 0 bis 1, von 0 bis 1 geht. Ja, und dann sehen wir ja, von hier bis da wäre 1, wir könnten hier theoretisch einen Abstand so schräg von hier bis da von 1,4 haben, aber der größte Abstand AJ, der vorkommt, ist dann so ungefähr 1. Ja, das ist aber auch willkürlich. Also sozusagen, Sie haben Ihre Halma-Steine auf dem Tisch verschoben. Dann erst kommen Sie auf die glorreiche Idee. Ich will das ja in mein Programm übertragen. Ich habe Gott sei Dank keine Lederablage auf dem Schreibtisch, sondern eine Plexiglasablage. Die hebe ich jetzt ein klein bisschen an, ohne dass die Steine verrutschen und schiebe da ein Millimeterpapier runter. Ja, tun Sie. Der Brite wird dabei ein Zollimeter, Zollinstinkster Papier unterschieben, weil er keine Zentimeter kennt. Ja. Und kriegt dann sofort andere Abstände. Das ist völlig egal. Das Maß Stress, die Formel werden wir kennenlernen, das Maß Stress, das da berechnet wird, ja, das abstrahiert von der Skalierung, das teilt durch die Summe aller Abstände etc. Und dann ist auf einmal egal, ob das jetzt hier 1 ist oder ob da eine 10 steht. Das ist relativ willkürlich gewählt, bedeutet der Abstand. Ich hoffe, ich habe die Frage von Frau Kohl beantwortet. Wie genau wurden die Abstände ausgewertet? Die Angaben der Versuchspersonen waren doch sicherlich sehr unterschiedlich. Jetzt sind das zwei unterschiedliche Fragen. Abstand ist in der Konfiguration. Das kennt nur das Programm. Das hat nichts mit den Versuchspersonen zu tun. Die Angaben der Versuchspersonen, das ist die Unähnlichkeit. Ja, und die waren sicherlich sehr unterschiedlich, das ist richtig. Und das muss man schlicht und einfach mitteln. Ja? Und sagt man, okay, der Mittel, das ist so wie bei den Rating-Daten auch. Es gibt trotzdem hoffentlich eine gewisse Konsistenz und die sehen Sie ja. So ist, hier ist nochmal die Übersetzung, A ist Abscheu und so können wir das nochmal sehen. Und dann ist also als sehr unähnlich AJ bewertet worden, Abscheu und Freude
Ja, das ist sehr weit rechts stehend. Und JT, das ist das Freude und Überraschung, ist als eher ähnlich beurteilt worden. Sonst wäre der Mittelwert nicht so, der Mittelwert der Unähnlichkeit nicht so klein. Das heißt, ja, die Angaben der Versuchspersonen sind ja unterschiedlich, aber doch nicht so unterschiedlich, dass sich nicht sinnvolle Mittelwerte herausbilden würden, die dann tatsächlich etwas darüber wiedergeben. Guck mal, die Leute finden, J und T hat schon mehr miteinander zu tun als A mit J. So, wunderbare Frage, Caroline Haas. Würde die Anordnung bei zunehmender Größe von M-Dimensionen eine bessere Konfiguration ermöglichen, damit zu einem besseren... Ja, also das Erste, ja, das Zweite, muss man wissen. Also, das ist eine sehr gute Intuition, die da vorgebracht ist, nämlich, klar, wenn ich nicht mehr 16 Stellschrauben habe, weil ich 8 Items mal 2 Dimensionen habe, sondern wenn ich 24 Stellschrauben habe, weil ich 8 Items mal 3 Dimensionen habe, ja, dann kann ich natürlich, habe ich sofort viel mehr Freiheiten, die Elemente jetzt nicht mehr auf meinem zweidimensionalen Schachbrett, sondern jetzt müssen Sie sie sozusagen im Raum festmachen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zusätzlich ein bisschen Blumendraht und können also jedes Halmersteinchen auch noch irgendwie in der Höhe arrangieren. So, und jetzt haben Sie die Halmersteine im Raum irgendwie verteilt, ja. Dann haben Sie viel mehr Möglichkeiten, diesen 28 da, aber andererseits ist das dann ja auch irgendwo langweilig. Ich sag's mal so, wenn ich auf diese Art und Weise eigentlich inkompatible Daten irgendwie dazu kriege, doch kompatibel zu sein, das ist nicht spannend. Interessant ist es, wenn ich hochkomplexe Daten, ja, viele, viele Paare von Unähnlichkeitswerten mit wenigen Parametern, nämlich nur 16 XY-Koordinaten, erklären kann. Ja? Wenn ich das kann, dann habe ich eigentlich mehr geleistet. Ja? Und deshalb ist das bessere Shepard-Diagramm besser im Sinne von weniger Stress, ja, aber besser im Sinne von, hat es was geholfen, damit ich was verstehe, nicht unbedingt. Ja, verstehe ich, dass Sie nicht verstehen, Frau Meneses Machado, was das Ziel ist. Dass ich habe am Anfang gesagt, ja, man kann versuchen wollen, den Raum zu eruieren, in dem sich das bewegt, oder aber auch genau das Arrangement der Items zueinander zu definieren. Ich nehme mal was vorweg, um Ihnen das plausibel zu machen. Das hier ist das beste Arrangement, das diese 8 Begriffe in 2 Dimensionen bekommen. Es unterscheidet sich radikal von diesem Arrangement. Auch das ist ein Arrangement, ja. Aber dieses Arrangement, das werden wir dann gleich sehen, das ist das Original, ja. So hätten sie eigentlich laut Platschik arrangiert sein müssen, aber so waren sie arrangiert. Hier ist der Stress 31%, hier ist er 12%. Wir sehen hier sehr konkret, dass die Punkte völlig indiskutabel sind, wenn man sie nach Platschik arrangiert. Vielleicht, weiß ich nicht, macht Ihnen das schon einmal klar. Es kann spannend sein, Emotionsbegriffe, aber natürlich auch alles andere. Ich meine, wir behandeln das jetzt im Rahmen der Vorlesung Emotionspsychologie. Das ist kein typisch emotionspsychologisches Verfahren. Das ist ein typisches psychologisches Verfahren, mit dem irgendwelche mentalen Karten, was ist wo bei uns, wie nahe zueinander, visualisiert werden sollen. Ja, ich sag mal, das ist eigentlich vielleicht die bescheidenste Erklärung von dem, was das Ziel vom Ganzen ist, nicht zu erklären. Erklären ist ein viel zu hochgestochenes Wort, aber zumindest es soll visualisiert werden, ja. Wir wollen die mentale Karte irgendwie kommunizieren. Die mentale Karte zu Emotionen, die meisten Leute im Kopf haben, sieht so aus. Ja? Und das geschieht darüber, dass ich Emotionsbegriffe, die eng verwandt sind, nahe zueinander bringe. Und zwar nicht einfach per Intuition, dass ich mir ausdenke, ach, die sind doch bestimmt eng verwandt, Liebe und Geborgenheit, das muss doch dicht beisammen, sondern weil die Menschen mir das so gesagt haben. Ja? Nämlich experimentell überliefert. Wir werden das zweimal im Laufe dieser Vorlesung brauchen, das MDS-Verfahren. Gleich jetzt für Platschek, aber dann später auch nochmal an einer anderen Stelle. Dass man dann also sieht, okay, aus den Daten folgt, das und das ist eng zusammen, das und das ist weit auseinander und diese Karte gibt das wieder. So, das ist das Ziel.
Nein, Frau Stufe, um das gleich vorauszusetzen, leider nicht. Ich habe es nicht geschafft in Kiel, das fände ich eigentlich genial, MDS als, betrachten Sie diesen kleinen Exkurs als MDS, als eine Aufforderung für Sie, dieses Verfahren im Hinterkopf zu behalten. Sie werden ab und zu darüber stolpern, dass es gebraucht wird, und wer weiß, ob Sie in Ihrer Diplomarbeit auf einmal sagen, Mensch, ich glaube, oder Diplomarbeit sage ich immer noch, in Ihrer Master-, Bachelorarbeit oder was auch immer, für das, was ich da vorhabe, gäbe es da nicht das Verfahren. Also es gibt, Sie werden lernen über Principal Components Analysis oder, das sind verwandte Verfahren. Und auf einmal fällt Ihnen ein, da gab es doch noch was, MDS. So, und dass Sie dann relativ leicht das wieder ausgraben können. Das ist meine Idealvorstellung. Also Sie werden hier nicht als MDS-Experten raus, ExpertInnen rausgehen, dass Sie alle sagen, wenn ihr eine Frage zu MDS habt, fragt mich, ich weiß es. Das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass Sie dieses Verfahren kennenlernen. Okay, jetzt zur Frage, worauf beziehen sich die Anforderungen monoton und linear? Das ist sozusagen ein Satz steigender Anforderungen und die allermeisten begnügen sich mit monoton. Und es gibt Sondersituationen, wo man etwas anderes fordert, linear oder kumulativ normal. Und es ist angedacht, dass sozusagen eine davon erfüllt sein soll, und zwar die, die ich als Analysator auswähle. Ich sage, ich möchte gerne einen monotonen MDS-Fit. Und die letzte Aussage auf der Folie war ja dann auch, und wenn man auch nur das fordert, dann kommt doch das andere bei raus. Also von daher ist das oft auch als ausreichend bewertet worden. Frau Schröder fragt, also hat man erst die Befragung der Versuchsperson und dann ordnet das Programm die Ähnlichkeit, die man von den Versuchspersonen erhalten hat, in Abständen im m-dimensionalen Raum an. Perfekt, genau, so ist es. Schön beschrieben. Ich glaube, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, weil die Aufforderung meiner eigenen Folien war, jetzt zeig's doch mal. So, jetzt zeige ich's mal. Nehme ich jetzt einfach MDS-Frage. Mein eigenes kleines Programmchen läuft. Oh je, wo will das nämlich hier hinführen? Ich muss das, glaube ich, ein bisschen verschieben. So. So sieht's gut aus. Das ist jetzt ein sehr kompliziertes Interface. Aber da wollen wir uns von nicht abschrecken lassen. Wir suchen uns das der Reihe nach aus. Und als erstes werde ich mal sagen, ich importiere Namen. Und wenn es jetzt gut ist, findet es Bloodcheck. Sehr schön. Und es schlägt mir auch gleich vor, so sehen die aus und siehe da, da stehen sie. So, wir haben jetzt hier das Feld gefüllt. Das ist das Feld, das mir nochmal sagt, pass mal auf, wenn nachher ein A auftaucht, ist Abscheu gemeint, wenn D auftaucht, ist Billigung gemeint und so weiter. Das ist die Übersetzung. 8 Items sollen da drin sein. So, gleichzeitig hat er mir aber schon gesagt, wenn du mir Daten bietest, brauche ich 28 Paare. Der hat gemerkt, das sind 8. Bei 8 gibt es 8 mal 7 durch 2. 4 mal 7, 28 Paare und hat sie gleich aufgelistet. Allerdings hat er noch keine Unähnlichkeit, denn wir haben ja erst einmal Namen importiert, noch nicht Paardaten, schon gar nicht eine Konfiguration. Also fangen wir jetzt mal mit den. Ich könnte jetzt diese Daten hier zufällig füllen lassen, dann würde ich auf den Button zufällig drücken, aber nein, ich sage jetzt mal importiere Paardaten und da sollte ich jetzt auch Bloodcheck finden. Ja, so sieht das aus. Und das sind einfach nur eine Reihe von 28 Zahlen. Die passt dann. Und wir feststellen, ja, hier passen sie rein. So, wir sehen hier jetzt 28 Zahlen. Stören Sie sich nicht daran, englische Notation, dass es nicht 0,68, sondern 0,68 heißt. Das heißt, was hatten wir uns vorhin gemerkt? Was war zum Beispiel riesig? AJ müsste riesig sein. Ja, AJ hat eine sehr große Unähnlichkeit von 0,94 und gucken wir nochmal in die Vorlesung rein. Was müsste klein sein? JT müsste sehr klein sein. JT hat 0,16. So, die sind alle jetzt schon skaliert, sodass sie auf den Bereich von 0 bis 1 passen. Wie gesagt, viele Leute haben Urteile abgegeben, vielleicht auf Skalen. Gucken wir mal ruhig rein. Das steht nämlich hier auf dieser Folie, die haben auf seiner Skala 1 ist sehr unähnlich, 2 ist nur unähnlich, 3 ist neutral, 4 ist ähnlich, 5 ist sehr ähnlich, haben sie geantwortet. So. Und diese Werte 1 bis 5, die habe ich einfach übersetzt auf 0 bis 1. Ja? Und zwar immer den Mittelwert über, wie viele Leute waren es? 93 Personen haben geantwortet. Okay.
Also 93 Personen haben im Mittel irgendwas zwischen 1 und 5 abgegeben. Ich habe es auf 0 bis 1 übersetzt und das sind die Werte. Und da sehen wir eben, JM hat auch noch eine hohe Unähnlichkeit, 0,9. JP hat eine hohe Unähnlichkeit, nehmen wir mal irgendwas, was noch eine kleine hat. GJ hat nur 0,2 Unähnlichkeit, wird also als ähnlich beurteilt. Das wäre das Erwartung und Freude. Ja, okay. Ich habe mein Programm gefüllt damit, wie sollen die Items übersetzt heißen, damit ich immer weiß, worum es geht. Einbuchstabige Sachen sind ja so schlecht nachher als Code. Und mit den Daten, die ich in einem Experiment erhoben habe. Jetzt gehe ich doch kurz auf das Experiment ein. Das war nämlich süß. Da habe ich das habe ich als Hörsaal-Experiment gemacht. Und heute hätte man da wahrscheinlich ganz andere Möglichkeiten dazu, mit Internet und so weiter. Damals habe ich die Versuchsperson aufgefordert, mir eine SMS zu schicken an eine bestimmte Telefonnummer. Diese Telefonnummer war aber eine Telefonnummer von der Uni. Ja, war die... Die Telefonnummer ist eine Übersetzungsnummer gewesen bei D1, D2, O2. Ich weiß gar nicht mehr, ob es die noch gibt. Wenn man an diese Nummer eine SMS schickt und vorne steht so etwas, dann wird eine E-Mail geschickt an chris@kernbach.de. Das war meine damalige E-Mail-Adresse, heute heißt sie anders. So, und die Leute haben also eine SMS geschickt SMS zu E-Mail-Nummer mit der Text zuerst, wohin soll es gehen, dann als Kennwort, dass es eine vernünftige SMS ist, Data, und dann folgten solche Sachen wie AJ7. Das heißt, sie haben dem Paar AJ, weil das hier als erstes kam, auf der Skala 1 bis 5 den Wert 7 ich habe extra einen falschen genommen, damit die Leute nicht sich bemüßigt fühlen, das zu kopieren. Ja? So, und dann haben die Leute mit geradem Geburtstag die Paare in der Reihenfolge abgearbeitet, die mit ungeraden in der. Und dann saß der ganze Hörsaal da und tippte eifrig in seine Handys. Und ich bekam also, das muss 2004 gewesen sein, 93 SMS und konnte dann im Hörsaal diese E-Mails mit MATLAB auswerten und bekam dann tatsächlich diese Daten hier heraus. So, ich mache einen kleinen Schnitt und gucke nochmal. Okay, es ist noch keine Frage hinzugekommen. Dann gehe ich mal davon aus, das ist sozusagen bislang einigermaßen gut verstanden. Eine Frage hätte ich. Sehr gerne. Sie haben eben bei dem Bild von dem Programm gesagt, dass Sie irgendwie gemittelt haben, irgendwie Mittelwerte benutzt haben. Genau. Wo genau sieht man die jetzt? Oder wofür müssen wir die jetzt beachten? 93 Personen haben mir eine SMS geschickt. In der SMS stand AJ mal als 1, mal als 2, mal als 4, als 5 bewertet drin. Ich habe diese 93 SMS ausgewertet, sodass ich diese 93 Werte insgesamt irgendwie gemittelt habe. Und dann kam nicht mehr 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 raus, sondern zum Beispiel eher was sehr Großes, nicht ganz 5, sowas wie 4,6 vielleicht. Ja? 4,6 war dann der Mittelwert über die 93 Ratings zum Thema AJ. Und diese 4,6 habe ich dann übersetzt, das ist sozusagen 0 soll 1 wiedergeben, 1 soll 5 wiedergeben, da müssen Sie sich überlegen, ob das jetzt hier bei AJ zu 0,94 passt. Ja? Ich mache mal gerade im Chat die Rechnung umgekehrt, wenn ich jetzt sagen würde, 1 plus 0,94 mal 4. Aha, Mist, ja, die Rechnung muss ich nicht nur im Chat machen, die muss ich jetzt im Taschenrechner machen, der Chat rechnet nicht, 1 plus 0,94 mal 4. Der macht das anders, 1 plus 0,94 mal 4. Da kommt jetzt 4,76 raus, so ist gleich 4,76. Das heißt, die Ratings, na, wo muss ich hin, die mir hier gegeben wurden zwischen 1 bis 5, lagen eher um die 5. Im Durchschnitt über alle 93 SMS waren sie nicht bei 5, auch nicht bei 4, sondern bei 4,76. Ja, und 4,76 habe ich dann übersetzt, ach, das heißt 0,94, weil ich alles von 1 bis 5 auf die Skala 0 bis 1 projiziert habe. Das ist verständlich geworden? Ja, danke. Gut.
Dann haben wir das also 28 Mal gemacht, nämlich für jeder von den 93 Personen hat ja 28 Wertepaare beurteilt. Und dann sind wir hier in dem Programm und die haben wir jetzt auch schon hier eingetragen. Und jetzt, ich sehe aber gerade, das Programm hat sich vom Interface etwas geändert. Okay. Hier fehlt irgendwas, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aha, okay. Ich muss jetzt, entweder könnte ich jetzt eine Konfiguration laden, aber das will ich nicht. Ich will eine zufällige Konfiguration erzeugen und das schaffe ich gerade nicht. Hier stünde doch bestimmt. Daten wäre, eigentlich ist das da. Script, Stop, Verbessern, Reset. Uff, ich versuche mal Zufall, was passiert. Nee, das ist Unsinn. Das ruiniert mir meine Paardaten. Dann muss ich wieder die Paardaten auswählen. Dann importiere ich jetzt mal eine Konfiguration, ist ja egal. Da haben wir auch sowas. So, hier sehen wir die Daten. Das ist für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Items, jeweils eine X- und eine Y-Koordinate. 16 Zahlen, viel weniger als die 28 Paardaten. Und irgendwie klappt das jetzt hier nicht. Der sollte mir die Konfiguration hier zeigen. Und dann würde ich sagen, verbessern. Und das Skript ist kaputt. Tut mir leid. Die Vorführung klappt nicht so gut. Sie können sich aber vorstellen, dass, wie es mal geklappt hat. Ich müsste das Skript jetzt wahrscheinlich eher reparieren lassen als reparieren, weil ich die. Hier ist die Zufallskonfiguration. Ich doch mal gucken. MDS. Sorry, vielleicht noch ein letzter Versuch. Importiere Namen. Bloodcheck. Importiere. Da ist es. Ich habe den Button gefunden. Mal sehen, ob der es dann rettet. Paardaten. Bloodcheck. Und importiere. Nein, nicht importiere, sondern Zufallskonfiguration. So. Ja, aber hier diese Grafik, die fehlt. Aha, aber das sehen wir jetzt. Was passiert jetzt? Denken Sie sich hier diese 8 Items nicht sinnvoll arrangiert, wie es hier bereits der Fall ist. Hier sind sie sinnvoll arrangiert. Über dieses Arrangement werden wir gleich reden. Sondern denken Sie sich diese Items hier zufällig hingeworfen und dann stimmt hier gar nichts. Hier ist alles andere als monoton. Paare, die sehr, was hatten wir denn eben zum Beispiel? Oder gucken wir uns ruhig mal ein konkretes Paar an. AJ. AJ hat eine riesen Unähnlichkeit, aber in der Konfiguration, die wir leider nicht zu sehen kriegen, ist es sehr dicht beieinander und der Stress ist sehr hoch. Und dann kann ich dem Programm auftragen, verbessere das und peu à peu schiebt es, das sehen wir jetzt hier normalerweise geschehen, die Sachen. So, und da, aha, dann sehen wir hier einen Unsinn passieren, aber okay. Ich müsste dieses Programm erst einmal reparieren, damit es funktioniert. Gut. Die Idee ist jedenfalls, dass dieses Programm solche Konfigurationswerte, wie wir sie hier sehen, peu à peu hin und her schiebt, herumschiebt und auf diese Weise aus dem Unsinn, der am Anfang hier war, allmählich Sinn macht. Es verschiebt mal diese Figur, mal jene und guckt, wird der Stress, wir werden gleich zeigen, wie man ihn berechnet, wird er kleiner. Und am Ende sagt es, jetzt das kann ich nicht mehr verbessern, das ist das beste Diagramm, das du kriegst. Und dann liefert es mir auch sozusagen die Koordinaten in X und Y, nicht in Z, weil es ist nur zweidimensional gewesen. Ich könnte rein theoretisch auch dreidimensional verbessern lassen in X und Y. Wo waren denn die Koordinaten hier? Und also zum Beispiel Abscheu A hat 0,03 als X-Koordinate und eine Y-Koordinate von minus 0,01. Aha, die 0 bei Y scheint hier zu verlaufen. Dann muss D ja besonders tief sein. Ja, genau, minus 0,4. D ist also sehr tief gelandet. Und eine hohe Y-Koordinate müsste P haben. P hat eine 0,35, ja genau, 0,35. So, und so erhalte ich also X- und Y-Koordinaten, kann Abstände ausrechnen und die sind dann hier ja in dieses Diagramm eingeflossen. Ich mache auf eines aufmerksam, was ich jetzt leider nicht vorführen kann.
Ja, genau, das habe ich dann gefunden, die Zufallskonfiguration, aber leider wird die Konfiguration nicht angezeigt. Es gibt einiges, was in der, wahrscheinlich hat sich mit meiner letzten MATLAB-Installation, die stammt von vorletzter Woche, was geändert und das ist immer blöd. So, ja, diesen Stress, das ist nicht der Stress, den Sie haben, weil Sie gerade nichts verstehen, sorry, Entschuldigung, sondern das ist tatsächlich die Abweichung von der Anforderung. Die Anforderung lautete in diesem Fall monoton, das ist also das, was hier als rote Balken eingezeichnet ist. Es ist eine monotone Funktion sozusagen dazwischen gelegt, aber die gilt nicht. Also es ist so gut wie möglich monoton durch diesen Punktewust. Aber es ist nun mal leider so, GM steht links oberhalb von DM und nicht rechts oberhalb. Und deshalb kriege ich keine monotone Funktion, die das alles verbindet. Und dann sind diese roten Abweichungen hier summiert und Durchschnitt gebildet hier zu sehen. Und der Durchschnitt über diese Abweichung ist eben 0,1. Das ist der Stress. Ja, eine Art Gesamtabweichung, genau. So, genau, inwieweit Abstände und Unähnlichkeiten übereinstimmen. Wir kommen auf die Formel dazu. Wir kommen auf die Formel. So, was jetzt noch interessant gewesen wäre in der Vorführung, aber habe ich jetzt leider, kann ich es jetzt nicht machen, aber Sie können sich sehr gut vorstellen. Ich habe hier noch so ein paar Manipulatoren. Ich kann die Konfiguration, ich versuche meine Kamera, meine Hand ins Bild zu halten, rechts rumdrehen oder links rumdrehen. Was passiert dann mit dem Stress? Ich würde es Ihnen vorführen und Sie würden sofort mir auch verstehend glauben, nix. Der Stress bleibt gleich. Das Diagramm bleibt gleich. Denn wenn ich alles drehe, ja, dann bleiben doch die Abstände trotzdem gleich. So, das ist das hier, drehen. Ja. Könnte man theoretisch sogar in drei Dimensionen, wenn ich einen dreidimensionalen MDS zugelassen hätte. Ich kann die Konfiguration spiegeln, hier unten rechts der Button. Ich kann sie spiegeln, also ist das J auf einmal links und das A ist ganz rechts. Das würde natürlich auch nichts ändern. Was kann ich noch? Ich kann sie verschieben, das machen diese Pfeile, nach links und nach rechts verschieben, nach oben und nach unten verschieben. Und jetzt habe ich es auch wieder, das sind etliche Parameter, die von diesen 16 abgehen. Ich habe gar nicht 16 Stellschrauben. Ich habe angeblich 16 Freiheitsgrade, aber ich kann auf alle was drauf addieren, auf alle X-Werte, dann verschiebt sich alles nach rechts. Auf alle Y-Werte, dann verschiebt sich alles nach oben. Sind zwei, die weggehen. Das Drehen ist ein weiterer Freiheitsgrad, das Spiegeln nicht, das macht nichts, aber dann, genau, und das Kleiner machen und Größer machen. Wenn ich das Kleiner und Größer machen würde, würden Sie sehen, alles schrumpft zusammen oder alles geht auseinander. Diese Kurve würde sich verändern. Sie würde sich, ich mache es mal aus Ihrer Sicht, so sieht sie jetzt aus, und dann würde sie runtergehen, wenn ich alles verkleinere, alle Abstände würden kleiner werden und es würde raufgehen, wenn ich sie vergrößere. Aber was Sie dann mit Interesse feststellen würden, dieser rote Balken bleibt gleich, weil der Stress das nicht berücksichtigt. So, und das ist eine wichtige Aussage. Der Stress ist extra so gemacht, dass er mit der Größe nichts am Hut hat. Das heißt, wenn das eine gute Repräsentation ist, um die 8 Emotionsbegriffe von Plattschik anzuordnen, dann ist es eine gute Repräsentation, unabhängig davon, ob Sie das jetzt auf DIN A4 oder auf DIN A5 ausdrucken. Ja? Das sollte doch davon unabhängig sein. Ja? Es sollte doch nicht, sagen wir mal, wenn Sie das als Schummelskript in die Vorlesung mit, in die Klausur mitnehmen und haben es da besonders klein gemacht, dann ist die Abbildung trotzdem richtig. Oder wenn Sie sie als ein, auf einem Poster, weil Sie das schön finden und wollen das jetzt an Ihre Zimmertür und dann finden Sie DIN A4 reicht nicht, dann gehen Sie in den Laden gut gedruckt und sagen, ich hätte das gerne auf DIN A1, ja? Weil das finden Sie so, so spannend, ja, hoffe ich mal, dass Sie sagen, da, mein Zimmer muss genau diese 8 Buchstaben in diesem Arrangement haben, ja, ja, dann stimmt das doch trotzdem. Das heißt, Größe, das waren diese beiden Button, damit kann man es kleiner machen, größer machen, würde auch nichts verändern. Zwar würde sich das Diagramm hier verändern, aber nicht der Stress. Und das würden wir sehen, wenn wir die Stressformel, jetzt sind wir endlich bei der Stressformel, verstehen würden. Ich muss mal hier reingucken. Ja, ist immer noch an derselben Stand von der Diskussion. Der Stress gibt wieder die Abweichung der tatsächlichen Shepard-Daten von der Anforderung. Die Anforderung war zum Beispiel monoton. Ja, die könnte auch linear sein. Diese Anforderung wird wiedergegeben durch ein F hier in Blau. Idealerweise hätte ich jetzt das Wort Anforderung auch in Blau geschrieben. Und zwar ist es die Funktion der Unähnlichkeiten, die ich vorgebe. Ich könnte also sagen linear. Dann würde ich sagen, also ich hätte hier gerne, dass eine bestimmte Gradenfunktion von den U, I, J, U für Unähnlichkeit, I, J, zwei Indizes, weil ich ja Paare habe. U, A, J zum Beispiel oder U, P, T oder was auch immer. Ja? Die Unähnlichkeit eines bestimmten Paares übersetzt sich ja durch die Anforderungsfunktion, zum Beispiel linear oder kumulativ normal oder
ja, die kann ich jetzt leider nicht zeigen, die war auch in der Demo enthalten, die ja kaputt ist. Oder eben, ich versuch's mal gerade. Importnamen, das passiert ja alles sehr schnell, kann man immer schnell wieder machen. Import Paardaten. Import Konfiguration. Budget eindimensional. Und ich mache es mal vor. Stellen Sie sich vor, alles wird jetzt verkleinert. Und dann sehen Sie, dass tatsächlich der Graph wird hier zusammengeschoben oder auseinandergeschoben. So, und jetzt kann ich die Anforderung, ach nein, das wäre hier in dem Feld und das Feld ist kaputt. Da könnte ich die Anforderung ändern auf linear, dann würde der Stress sich vergrößern, weil ich dann nicht diese blaue Stufenfunktion wählen müsste, sondern eine gerade und dann wären die Abstände größer. Sorry, der Teil der Demonstration funktioniert nicht. Also, es gibt eine Anforderung, die ist gerade oder monotone Funktion oder irgendwas. Und die sagt mir, eigentlich müsste der Abstand AIJ an der Stelle F von UIJ liegen. Tut er aber nicht. Also bilde ich den Abstand AIJ minus F von UIJ. Und damit mir Abstände nach oben oder unten gleich wichtig werden, quadriere ich das Ganze. So, das ist jetzt ein Abweichungsmaß. Das summiere ich über alle Paare IJ. Das ist hier so eine verkürzte Schreibweise. I kleiner J, stellen Sie sich vor, Sie haben nicht hier Buchstaben als I und J, sondern Zahlen. Wir haben 8 Items, also geht I und J jeweils von 1 bis 8. Und dann haben Sie mit der Anforderung I kleiner J alle Situationen beschrieben. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 3. Nicht mehr 2, 1. Ja? 1, 2 hatten Sie ja schon, also wollen Sie 2, 1 nicht haben. Und aber durch I kleiner J haben Sie nur die Paare, wo I tatsächlich kleiner ist als J, und dann haben Sie tatsächlich genau alle 28 Paare erfasst. So. Sie summieren über alle Paare. Merken Sie sich einfach, Sie summieren über alle Paare, was ist der Abstand dieses Paares? Und was sollte er eigentlich sein, wenn diese blaue Kurve, genau, da passt das Blau, diese Kurve ist ja blau, wenn diese blaue Funktionskurve Geltung hätte. Ja, und dann finde ich Abweichungen nach oben und nach unten, deshalb quadriere ich das. So. Und dann kommt man dazu und sagt, okay, aber wenn du jetzt alle Abstände vergrößerst, dann gilt ja auch vielleicht eine andere Funktion, dann musst du die auch vergrößern, dann steigt aber diese Summe. Und um das auszugleichen, bilde ich wieder die Summe über alle Paare. Diesmal aber nur, wie groß sind denn die Abstände, die in dieser Konfiguration überhaupt vorkommen? Alle 28 Abstände mal quadriert und summiert. So. Und wenn ich das mache, jetzt können Sie sich vorstellen, angenommen, Sie verdoppeln alle Abstände. Dann tun Sie auch gut daran, Ihre Funktion zu verdoppeln. Das, was hier steht, verdoppelt sich. Quadriert wird es sogar viermal so groß. Sie bekommen hier einen viermal so großen Abweichungsterm. Aber weil Sie alle Abstände verdoppelt haben, wird auch dieser Term viermal so groß. Und in der Summe fliegt es wieder raus. Und jetzt kommt hier noch in Rot etwas dazu, was einige unschön finden. Und deshalb habe ich es in Rot gemacht. Nämlich, dieses Gesamtprodukt wird dann in die Wurzel gesetzt. Warum finden einige es unschön? Sagen wir mal, intuitiv kann man sich vorstellen, ein Abstand quadriert und jetzt die Wurzel draus, dann habe ich wieder was in Zentimetern sozusagen. Ja? Andererseits sollten Sie sich daran gewöhnen, dass es aussagekräftige Größen gibt, die eben quadratisch sind, wie die Varianz. Die Varianz ist oft aussagekräftiger als die Standardabweichung. Zum Beispiel, das werden Sie vielleicht schon gelernt haben, Varianzen addieren sich linear, Standardabweichungen nicht. Ja, und so gibt es Dinge, wo es eigentlich mathematisch interessanter ist, mit den quadratischen Termen zu arbeiten. Uns kann es aber völlig egal sein, weil die Wurzeloperation macht ja trotzdem, ist eine monotone Transformation von diesem Teil hier. Also größer heißt immer noch größer und kleiner heißt immer noch kleiner. Mit anderen Worten, wir wollen den Stress minimieren und da ist es uns egal, ob wir den quadratischen oder den Wurzelstress minimieren. Ja? So. So, hier habe ich es nochmal aufgeführt. Die Konfiguration kann man gleichmäßig strecken oder stauchen. Man kann sie drehen, spiegeln oder verschieben. Und das sind insgesamt vier Parameter. Streckenstauchen ist einer, drehen ist einer, verschieben sind zwei in X und Y. Das hier ist kein Parameter. Also können Sie von den 16 Koordinaten auch noch quasi vier Freiheitsgrade abziehen. Sie haben nur 12 Freiheitsgrade, um 28 Daten zu erklären. Ja? Gut, bei den
Unähnlichkeitsdaten, die könnte man auch nochmal strecken. Also, um 27 Parameter zu erklären. So, die Konfiguration wird dann vom Programm so geändert, dass der Stress minimiert wird. Ich erwähne als Alternative, nicht alle berechnen den Stress. Die meisten berechnen den Stress. Es gibt aber auch welche, die berechnen ein RSQ. Das ist die kadrierte Korrelation vom Abstand zu den Unähnlichkeiten. Und das wollen sie nicht minimieren, sondern maximieren. Die wollen eine besonders gute Korrelation von Abstand zu Unähnlichkeiten. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Ansätze, in diesem Shepard-Diagramm das Optimum zu finden. Aber ungefähr kommen doch dieselben Sachen dabei heraus. So, ich glaube, darauf gehe ich dann auch nochmal gleich ein. Aber erst einmal gucke ich mal wieder hier in den Chat rein. Wir haben noch eine Viertelstunde. Muss mal zusehen. Ich hoffe, wir kommen durch. Ich weiß jetzt nicht genau, dass Shepard-Diagramm 1962, welches Shepard-Paper das genau ist. Wäre aber auch, glaube ich, ist uralt. Ich würde schauen, ob Sie es in einem Lehrbuch finden. Und da hatte ich eins. Da hatte ich eins empfohlen. Da muss ich mal sehen, ob ich das auf meiner Webseite empfehle, das Lehrbuch dazu. Okay. Aha, Lehre wird anders verlinkt. Sorry. Muss ich hier bei Lehre gucken. Christian Kernbach. Okay. Ah ja, da ist es. Für MDS empfehle ich Borg-Stauffenbier. So. Das ist tatsächlich, da werden Sie auch das über das Shepard-Diagramm finden, und zwar didaktisch viel aufgearbeiteter, als wenn Sie auf die Originalpublikation von 1962 zurückgreifen. Das müssen Sie sich nicht antun. Okay, im OLAT, im Skript, haben wir eine ganz andere Formel irgendwie. Was für ein Skript ist das? Kenne ich jetzt nicht, das Skript. Ist das ein Skript, wo jemand die Vorlesung mitgeschrieben hat? Dann kann er natürlich die Vorlesung falsch mitgeschrieben haben. Also, ich habe jetzt exakt dieselben Folien hier stehen, die Sie auch im OLAT finden sollten. Da sollte auch genau diese Formel stehen. Was jetzt passieren kann, ist, wenn jemand kein Office hat, dann müsste ich das nochmal versuchen auf PDF. Aber ich fände es einen guten Service, wenn irgendjemand von Ihnen das dann als PDF konvertieren würde. Dann sollte es spätestens wieder stimmen. Die Unterlagen im OLAT, also im OLAT, ich weiß jetzt nicht, was Sie da meinen, im OLAT stehen die Vorlesung MDS, und wenn Sie diese Vorlesung runterladen, dann kommen Sie auf diese Formel. Herr Kernbach, wenn man, Entschuldigung, wenn man bei OLAT auf das Augensymbol nur zum Anschauen quasi klickt, dann ist das Mengezeichen durch ein Stadion ersetzt. Also okay, Ansicht. Das sind aber eben Schwierigkeiten. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ich habe es als PDF runtergeladen, das sagte ja gerade Dominik schon, dass das daran liegt. Ja. Ach, sieht das süß aus. Okay. Deswegen Vielen war Dank. Ich kurz verwirrt, aber daran liegt es, dass ich das falsche Format habe. Das muss ich dann nochmal ändern bei mir. Ja, also da sind diese Online-Systeme, Big Blue Button einerseits, OLAT andererseits, noch nicht so ganz auf der Höhe, dass sie alles wirklich korrekt konvertieren. Das ist leider so. Okay, gut. Ich hoffe, dieses technische Problem ist geklärt. Okay, und dann würde ich, wo ist sie denn jetzt? Meine Güte, da in die PowerPoint wieder gehen. So, also das ist eine Alternative, die ist jetzt nicht so häufig, deshalb, also hier Punkt deutet an, ist nicht die einzige Alternative, die es gibt. Es gibt viele, die dann noch was anderes sich ausdenken, und sie wären frei, sich auch was Eigenes auszudenken. Aber wenn Sie fragen, was ist das Häufigste, was genommen ist, dann ist es der Stress. Und der Stress wird so berechnet und beschreibt die Abweichung der Shepard-Daten von den Anforderungen. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Eigentlich müsste jeder Abstand
exakt auf der blauen Kurve liegen. Die blaue Kurve ist eine Funktion der Unendlichkeit. So, für jedes Paar habe ich einen Unendlichkeitswert. Ich könnte sagen, auf der blauen Kurve, wo müsste der Abstand sein? Er hat einen tatsächlichen Wert, der weicht ab. Diese Abweichung quadriere ich. Und dann teile ich durch den Quadrat aller vorkommenden Abstände. Dadurch hebe ich auf, dass ich tatsächlich, ob ich jetzt mit Zentimetern oder mit Millimetern rechne, ja. Und dann kann man, oder die meisten tun es, eine Wurzel bilden und andere kritisieren das. Das ist jetzt aber auch, soll uns nicht wichtig sein. Hier sind Kriterien, wie sie auch im Borg-Stauffenbeil zitiert werden, die ich nicht unbedingt gutheiße. Es gibt einerseits absolute Kriterien. Da wird gesagt, wenn der Stress 0,1 ist, ist es ausreichend. Ist er 0,05, ist es gut. Ist er 0,025, ist es exzellent. Solche Kriterien sind fragwürdig. Die hängen davon ab, ob man mit 8 Items arbeitet oder mit 12. Die hängen, natürlich sind sie bei 8 Items, erreicht man schneller exzellente Werte als mit 12. Sie hängen extrem auch ab von der Dimensionszahl. Das wurde vorhin schon angesprochen. Wenn ich eine Dimension zugebe, ja, dann komme ich sehr schnell auf kleine Werte. Je höher die Dimensionszahl, desto mehr Items brauche ich. Also das geht so ein bisschen gegeneinander. Je mehr Items, desto höher der Stress. Je mehr Dimensionen, desto geringer der Stress. Also will ich eine hohe Dimensionszahl belegen und zeigen, die sind auch wirklich wichtig und ich brauche 3 Dimensionen, um meine Struktur gut wiederzugeben, dann sollte ich nicht mit 8 Items arbeiten, sondern eher mit 15 oder so, damit ich eine so hohe Dimensions-Itemzahl habe, dass es tatsächlich eine Leistung ist, einen niedrigen Stress zu erzielen. So, hier ist noch ein seltsames Kriterium, das ich auch nicht so gut finde, der sogenannte Scree-Plot. Hier sieht man, wie, das ist jetzt von simulierten Daten, der Stress abnimmt als Funktion der unterstellten Dimensionen. Eine Dimension 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Man sieht, er nimmt immer ab. Das war die Frage vorhin von Frau Caroline Haas. Er nimmt immer ab, je mehr Dimensionen ich habe. Das ist keine Leistung. Die Frage ist, kann man der Konfiguration ansehen, dass es so eine Art Knick gibt, wo man sagt, okay, also das hier, ja, nimmt von hier nach da auch ab. Aber gibt es irgendwie so eine Art Ellenbogen, wo man sagt, ja, okay, dann ist das wohl der gute Wert. Ich glaube es nicht. Das ist für mich der beste Weg, das zu machen. Der findet sich leider nicht im Borg-Stauffenbeil. Jedenfalls nicht nach meiner Erinnerung. Aber er ist wirklich das Beste, was man tun kann. Und zwar, man vergleicht das, was man wirklich gefunden hat, mit Zufallswerten. Wie komme ich an Zufallsdaten ran? Bei Zufallsdaten nehme ich beispielsweise diese selben Unähnlichkeitswerte, die ich hier erhoben habe, aber jetzt würfle ich sie durcheinander. Und indem ich sie durcheinander würfle, die 0,16 nicht mehr bei JT, sondern bei DG und so weiter. Ich permutiere die also. Und zwar, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Sie wissen, wie viele Permutationen es gibt. Das geht immer mit der Fakultät. Wenn ich 3 Objekte permutieren will, habe ich 3 Fakultät. 1 × 2 × 3, das ist 6. Das klingt nach wenig. Wenn ich 8 Objekte permutieren will, hier habe ich 8. 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8, wo habe ich meinen Rechner? Das ist schon sehr viel. 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8. 40.000 Möglichkeiten habe ich meine, nein, das ist ja Quatsch. Ich permutiere ja nicht 8 Objekte. Ich müsste das fortsetzen bis 28. Und da habe ich Milliarden Möglichkeiten, diese Werte hier zu permutieren. Und die sind dann unsinnig. Wenn mir jemand solche Werte liefert, würde niemals eine Konfiguration mit einem niedrigen Stress rauskommen, weil die haben keine innere Struktur. Diese Werte, obwohl sozusagen aus dem Experimentalset stammend, aber dadurch, dass ich sie permutiert habe, sind sie unsinnig geworden. Die innere Raumstruktur, die ihnen innewohnte, die ist verloren gegangen. Ja, so. Und diese Werte nehme ich jetzt. Nein, das ist das, was ich nicht will. Wo will ich hin? Ach, ich will hier hin, aber ich will dahin, genau. Und habe jetzt viele, viele davon. Ich habe jetzt natürlich nicht alle 100 Milliarden. Ich habe doch hier MATLAB. Kannte das? Mal gerade gucken. MATLAB Fakultät. Factorial Input. Factorial heißt es. Factorial. Okay, wo habe ich mein MATLAB? Factorial. Von 10, sage ich mal zum Beispiel nur. Dann sagt jemand, das sind so viele. Factorial von 20, da bin ich bei 10 hoch 18. Bei 28 Paare, da bin ich bei 3 mal 10 hoch 29 Möglichkeiten. Die habe ich natürlich nicht alle ausgetestet hier, ja, sondern was ich getan habe,
ich habe davon vielleicht 1000 herangezogen. Und geplottet habe ich sogar nur 20. Und habe für 1000 Werte, oder sagen wir mal für die 20, die ich geplottet habe, bestimmt für 20 permutierte Werte, was kommt denn da für ein Stress raus? Und der ist vergleichsweise hoch, 0,4. Ja? Und ich habe aber nicht nur bestimmt, wo ist der Mittelwert, sondern auch, wie groß ist die Streuung. Und aus diesem Mittelwert und der Streuung habe ich ein Konfidenzintervall, das ist einseitig, das ist nur nach unten gerichtet. Ich habe nur nach unten geguckt, sozusagen, wenn ich eine Schwelle von 5%, das ist die übliche Schwelle, die man nimmt, annehme, dass ich vielleicht rein zufällig so einen Wert erzielt habe, wo ist dann die untere Grenze? Und der sagt mir, also Werte hier, die sind alles plausibel, aber wenn es weniger ist als hier dieser kleine schwarze Strich, dann ist der Wert nicht mehr rein zufällig zustande gekommen, jedenfalls höchstens mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%. Und tatsächlich der Wert, den ich gefunden habe, wenn ich meine Plutchik-Daten eindimensional arrangiere, der lag bei 30,8%, bei 0,308. Ja, wir erinnern uns an die absoluten Kriterien. Absolut nicht ausreichend, doch ausreichend für eine Dimension. Wenn ich ihn vergleiche mit Zufallswerten, sage ich, der ist sogar nicht nur 5% unwahrscheinlich, sondern ein Promille unwahrscheinlich. Das heißt, nur in einem Tausendstel aller Fälle würde ich, wenn ich hier zufällige Daten reinstecke, einen Stress bekommen, der so klein ist wie 0,308. Und dann mache ich dasselbe mit den permutierten Zufallsdaten wieder, aber diesmal in zwei Dimensionen. Und wir sehen, der Stress nimmt ab, nimmt ab, nimmt ab, egal wie ich die Dimensionen hinzufüge. Das war die Frage von Frau Caroline Haas. Ja, mehr Dimensionen macht es leichter. Hier sehen wir, der Stress auch von Zufallsdaten würde sinken. Nicht nur, also diese roten sind sozusagen die Messwerte. Ja, das, nein, nicht Messwerte, es sind ja verrechnete Messwerte. Zu den echten Daten, die beste MDS-Konfiguration hat einen Stress von 30%, hat von Stress von 12%, einen Stress von 8%. Aber wir sehen auch die Zufallsdaten, da sinkt der Stress. Ja, also wenn ich unsinnige Daten reinstecke, je mehr Dimensionen ich gebe, umso eher findet er trotzdem eine passable Konfiguration. So, und dann sehen wir aber auch hier den Mittelwert und das Konfidenzintervall nach unten. Hier sehen wir übrigens eine graue Kurve, die das unterschreitet. Also auch Zufallsdaten können das unterscheiden mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Aber dieser Wert hier hat sogar eine Wahrscheinlichkeit nur von 0,5%, mehr als 0,1. Also es rückt schon dem Konfidenzintervall näher. Und hier ist es dann tatsächlich passiert, dass dieser Zufallswert, dass dieser Messwert nicht mehr vom Zufallsensemble unterscheidbar ist. Das heißt, mit meinen 8 Items nach Plutchik kann ich leider nicht eine sinnvolle dreidimensionale Konfiguration erstellen. Was immer ich da fände, wäre nicht besser als irgendeine Konfiguration, die sich auch auf Zufallszahlenbasis ergeben könnte. Und das ist für mich das beste Kriterium. Erfüllt meine MDS in irgendeiner Weise den Anspruch, die Daten überzufällig richtig zu visualisieren? In einer Dimension ja, in zwei Dimensionen ja, in drei Dimensionen nein. Und deshalb werden wir uns diese Daten gleich in zwei Dimensionen anschauen. Man will sie dann immer so gut wie möglich verstehen, also so viele Dimensionen wie möglich zunehmen. Man geht also so lange hier mit, bis dann tatsächlich die Zufallsdaten meine Echtdaten einholen. Und dann kann ich sagen, drei Dimensionen kann ich jetzt nicht mehr verwerten. Ich gucke mal hier herein. Okay. Ich habe noch 5 Minuten, das ist gut. So, das machen wir jetzt heute nicht. Das kommt nochmal ein andermal, die Interpretation der Konfiguration, wenn wir nämlich dann die zweite Anwendung von MDS kennenlernen werden. Die erste war heute zu Plutchik und die zweite kommt später, ja, das werden Sie feststellen, zu einer Frage vom Geschmack von Flüssigkeiten. Und da werden wir dann auch mal eine Konfiguration interpretieren. Aber vielleicht mindestens mal der Hinweis, ja, das muss man noch. Man muss sie interpretieren. Gut, vielleicht diesen allerersten Satz noch. Und wir werden es post hoc tun. Und das nennt man explorativ, oder das ist dann explorativ. Wir haben irgendeine Konfiguration gefunden und dann fragen wir uns im Nachhinein, was für Bedeutung könnten diese Dimensionen, die ich gefunden habe, denn haben? Jetzt sind wir genau an der richtigen Stelle in der Vorlesung. Das passt sehr schön. Also, fangen wir nochmal so an. Ratings sind langweilig.
Ratings unterstellen, es gibt die Dimension Valence, es gibt die Dimension Pleasure, es gibt die Dimension Dominance. Und es wird nicht geprüft, ob das auch wirklich stimmt und ob die orthogonal zueinander stehen. Multidimensionale Skalierung startet mit experimentellen Daten, Ähnlichkeitsdaten. 8 Items, 26 Itempaare. Und dann wird eine mehrdimensionale Konfiguration erstellt. Also hier, das mit dem Knick lassen wir weg. Vergleich mit Zufallsdaten sagt uns, zweidimensional ist gut. Und deshalb haben wir eine zweidimensionale Konfiguration gefunden. Die ursprünglich gefundene sah so aus wie das hier. Sie hat einen Stress, das sehen wir hier auch, von 0,125, ja, wird hier nochmal erwähnt. Wenn ich diese Konfiguration, die darf ich drehen, und das tue ich. Bei meiner Post-Hoc-Interpretation werde ich sagen, okay, das könnte sich hier um diese Achsen handeln. Wenn ich jetzt mir anschaue, sozusagen, D fällt ein bisschen raus nach unten rechts, dann ist das vielleicht das wenig Billigung, das am wenigsten erregende, und was könnte AMT, die am weitesten nach links oben zeigen, Überraschung, Furcht, was ist T? Überraschung, muss ich noch, Abscheu, sind vielleicht am erregendsten, ja? So, dann habe ich irgendwas, J muss sich drastisch von A unterscheiden, J ist Freude, A ist Abscheu, aha, vielleicht ist das Valence. Und dann komme ich aber dazu, dass ich sage, okay, dann drehe ich das doch mal. Erstmal drehen und dann vielleicht auch noch spiegeln, ja? Das darf ich ja alles machen. Ich kann es drehen, damit es sozusagen die Achsen senkrecht, horizontal und vertikal stehen. Und dann kann ich es auch noch spiegeln, damit die Valence auch jetzt links die negative Valenz und rechts die positive Valenz hat. Dann komme ich also zu diesem Arrangement. Das habe ich jetzt nur gedreht und gespiegelt. Das ist genauso gültig. Und das liegt aber an meiner Post-Hoc-Interpretation als Valenz und Erregung. Ja? Wir werden ein besseres Verfahren als Post-Hoc auch noch kennenlernen. Wie gesagt, habe ich schon angedeutet. Aber man kann natürlich hier jetzt genauso wieder diese Geschichte drin erkennen. Ja? Überhaupt diese V-förmige, herzförmige Anordnung, die wir ja schon kennen, sieht man hier auch wieder. So, das finden wir, wenn wir versuchen, Platschiks Daten so zu arrangieren, dass ähnliche Dinge beisammen sind und unähnliche nicht. Ich gehe jetzt mal gleich hier auf sein Original. Das war die Anordnung, die sich bei ihm original fand. Was hatte er? Er hatte beispielsweise P natürlich gegenüber von J, ja, P gegenüber von J, aber dann so hat er auch Dinge gepaart, gegenübergestellt wie Wut, W mit M, Furcht, wo ich noch argumentiert habe, ist das denn wirklich so weit auseinander? Also wir finden es hier tatsächlich sehr dicht beieinander. Und wenn man kann dann natürlich auch mal gucken, wenn ich dieses Arrangement in mein MDS reingebe und lasse dem Programm gar keine Möglichkeit zu verbessern, sondern sage, das ist deine Konfiguration, dann errechnet er auch einen Stress und der liegt hier oben. Ja? Im Vergleich, der ist, also wir liegen da unten, das hier wäre zufällig und das ist nach Platschik. Und dann habe ich nochmal gesagt, okay, du darfst es zufällig rearrangieren, aber bitte wähle einen Kreis. Da musste ich mein Programm arg vergewaltigen, aber dann hat es das gemacht. Dann bekomme ich den raus. Also Kreis passt nicht. Und der Kreis schon gar nicht. Das ist sozusagen die Aussage des heutigen Tages. Ja? Die nächste Stunde richtet sich dann passend tatsächlich wieder zu einem MDS-Thema, nämlich dem Geschmack von Flüssigkeiten. Warum, werden wir dann verstehen. Und dann lernen wir auch die zweite Variante zur MDS kennen, die konfirmatorische. Das war explorativ, im Nachhinein post hoc eine Interpretation wählen, so, was kann denn hier reinpassen? Wir haben ja irgend so ein seltsames Arrangement von Halma-Figuren auf dem Tisch. Ja, wie könnte man das interpretieren? Das klingt immer noch ziemlich willkürlich, aber es ist um Dimensionen besser als diese Dimensionen einfach zu unterstellen und zu sagen, es gibt Arousal, es gibt Valence. Ja? Wenn wir so etwas Ähnliches wie Arousal oder Valence in so einer zweidimensionalen Konfiguration finden und dann dürfen wir das drehen und spiegeln und sagen, ja, guck mal, das sieht doch so aus wie die Daten, die wir auch zum Beispiel zu den 1000 Ayats-Bildern oder 100 Ayats-Sounds erzielt haben. Ja? So. Und Logic eben passt überhaupt nicht. Okay. Das waren meine heutigen Worte, passend eigentlich genau zur Zeit. Das soll Sie nicht hindern, uns jetzt noch ein paar Fragen zu stellen, wenn noch welche wären, aber auch gerne in einer Woche. Ich wette, MDS, das ist ein Stoff, der Fragen aufwirft, bin ich absolut, kann ich nachvollziehen. Ich habe wirklich keinen Plan, ob ich es schaffe,
die MDS ab, bis dahin zu reparieren. Weil da ist echt Arbeit drin. Und wenn das jetzt von einem Update von MATLAB gecancelt wird, weiß ich nicht, ob ich mich nochmal so reindenken kann. Okay. Niemand möchte die Veranstaltung durch Fragen verlängern. Dann halt in der nächsten Viertelstunde zu Beginn der nächsten Veranstaltung. Und einen Teil von euch sehe ich ja dann wieder in einer Viertelstunde. Ich beende mal die Aufzeichnung.